Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft und ich schmeiß erstmal gleich meine Steinaxt weg. Und da ich jetzt ein neues Intro habe und es auch ein bisschen ausnutzen will, sage ich, wir sehen uns nach dem Intro. Teach me how to shuffle. So, da seid ihr jetzt nach dem Intro. Für mich war es hier nur 2 Sekunden, für euch nur 9 oder 10, 9 Sekunden glaube ich. Was machen wir denn heute? Ein eigenes Haus bauen. Den Teppich haben wir schon ausgeräumt. Und ich habe jetzt einen neuen Soundmod drin. Matmos Soundmod. Ja, so heißt der, glaube ich. Hab ich genug Wolle? Ja, gut. Was haben wir denn gemacht hier? Bauen wir hier in der Wüste? Okay, ich wollte nicht in der Wüste bauen. Auf dem Flachland da hinten. Haben wir hier einen gleichen Tempel, eine Stadt, besser gesagt ein Dorf. Eine Stadt ist es ja nicht wirklich. Und ich habe Hunger. Essen wir erstmal das verrottete Fleisch. Wo bauen wir denn am besten? Hier unten ist schön flach. Und ich sollte mich bei Skype auf Abwesen stellen. Das habe ich gerade vergessen. Oh, jetzt schreibt mir Tobi, dann sag ich, nehme auch so. Abwesend. Gut. So, jetzt kann es auch schon weitergehen. Sowas passiert beim nächsten Mal nicht mehr. Habe ich aber heute total vergessen. Wie ich jetzt auf 44 gekommen bin, weiß ich auch nicht. Soll ich nicht ein Cobblestone House werden? Kommt mit einem Cobblestone House. Aber da ich noch keinen habe, oder besser gesagt Cleanstone. Was sieht bei dem Texture Pack besser aus? Ich guck nur kurz. Cleanstone sieht besser aus, glaube ich. Ich mache ja wahrscheinlich mehrere Häuser, also falls einem jetzt Cleanstone nicht so gefällt, mache ich auch noch ein Pflastersteinhaus. Und noch ein Holzhaus. Ich stehe hier erstmal in so ein kleines Hauptquartier. Stehe ich erstmal ein paar Kisten. Man hört schon Vögel und sowas. Das ist bei dem Texture Pack ganz schön. Außer wenn es regnet, das klingt schlimm. Fackeln. Da fackel ich doch nicht lange. Ja, das können wir jetzt so lassen. Dann packen wir jetzt mal ein bisschen was rein. Und dann gehen wir Cobblestone farmen. Kommt erstmal hier ein Bett hin. Wo bauen wir es denn hin? Da, so. Kann noch irgendwas weg. Knochen, das. Ne, das mache ich mal zu einer Spitzhacke. Und ihr kennt mich ja, wer die letzte Folge, die letzte Staffel geguckt hat. Was machen wir jetzt? Farmen auf Höhe 11. War noch irgendwo eine Spalte, war das hier? Weiß ich nicht. Egal, das kommt hier weg. Das kommt weg, das nehmen wir mal mit, falls wir irgendwas craften müssen. Das kommt alles mit. Ah, meine ganzen Waypoints sind weg, habe ich gesehen. Ach, ich habe den Welt umbenannt, deswegen machen wir es hier neuen Waypoint in Home. Wenn wir das, unser Zuhause haben, finden wir auch die Wüste mit dem Tempel und das Dorf, also muss ich das nicht extra machen. Ach, da hinten ist doch schon die Spalte. Da werde ich jetzt mal reingucken. Aber vorher gehe ich in diese Höhle da und jetzt sortiere ich das erstmal richtig. So. Da ich hier nur eine Eisenspitzhacke habe, will ich die nicht so verschwenden. Ach komm, Kohle bauen wir auch mit der ab. Nur den Stein dann halt mit der Steinspitzhacke.
das auf Strip Mine ist eigentlich perfekt, um Steine zu farmen. Ja, komm. Ich bin gleich wieder Level 30. Kennt man ja schon. Aber mit Nadir-Spitzhacke geht's doch schöner. Es wird auch wieder das erste sein, was ich verzaubere. So. Heute auch nicht so eine lange Aufnahme, weil ich noch ein bisschen erkältet bin. Aber heute wird es nicht nur eine Folge, sondern zwei bis drei. Mal gucken, wie lange ich mache. Entschuldigung, dass in den letzten Tagen jetzt nicht so viel gekommen ist. Aber ich hatte einfach zu wenig Zeit wegen der Schule und auch keinen Bock zu rendern, ehrlich gesagt. Hochladen stört mich ja nicht, aber das Rendern, den kann man dabei nicht aufnehmen oder mit Le doch mit Leuten reden geht noch, aber aufnehmen geht überhaupt nicht, das laggt denn. Weil ich benutze ja Movie Maker und der zieht dann wirklich fast den ganzen Arbeitsplatz. Oder verbraucht den, besser gesagt. Ah, ihr seht wahrscheinlich gar nichts. Okay, hier lohnt es jetzt auch nicht. Wenn ihr jetzt sehr wenig gesehen habt, tut es mir leid. Das ist meine Helligkeit. Das ist sehr hoch, aber das Texture Pack ist eigentlich auch ziemlich hell. Ich habe noch eins, was ziemlich düster ist. Ich könnte auch das Texture Pack von der Adventure mitnehmen, aber dann ist alles gelb und auf welcher. Ah, jetzt weiß ich. Ich wundere mich nämlich, warum. Ich rede ja gerade von Creepern, weil die da auch gelb sind und ich wundere mich gerade, warum keine hier sind. Ach komm. Nein, mein schöner Stein. Der Mod ist geil. Kann ich euch nur empfehlen. Ich glaube, ich mache mir auch eine Website, wo ich die ganzen Mods reinpacke, wo ihr die downloaden könnt. Vielleicht auch mit einem kleinen Video, das ich dann dazu verlinke. Mal gucken. Wenn ich mal wieder Zeit habe, also wahrscheinlich so am Wochenende. Jetzt ist ja leider wieder Schule. Und ich wollte mich dann auch noch für die 50 Abos bedanken. Ich habe heute schon wieder gesehen, heute sind schon wieder zwei mehr, also sind jetzt schon 52. Wenn es so weitergeht, haben wir bald unsere 100 und dann gibt es schon das erste kleine Gewinnspiel. Wahrscheinlich eine Payset-Card oder so. Ja, denke ich mal, eine Payset-Card. Und dann werde ich wahrscheinlich auch YouTube-Partner sein. Bringt zwar nicht sehr viel, aber damit ich dann mal so eine kleine Gewinnspiel halt finanzieren kann. Und vielleicht mache ich auch sowas wie Tobi, so eine Website, wo ihr halt spenden könnt und diese Spenden gehen dann in einen Server, wo wir dann zusammen zocken können. Ich weiß noch nicht, ob Freebuild, Hunger Games, weiß ich alles noch nicht. Könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, aber das werde ich sicherlich erst machen, wenn wir 1000 Abos zusammen haben, sonst spendet da eh keiner oder höchstens einer und bei einem bringt sie auch nicht wirklich was. Wenn ich einen Server mit 100 Slots oder so haben will. Oder am Anfang reichen wahrscheinlich auch 50 Slots. Außer wenn es jetzt so mit den Abos weitergeht, dann reichen 50 Slots auch nicht, um alle auf dem Server zu lassen. Es werden ja nicht alle gleichzeitig on sein. Deswegen passt es schon mit den 50. Und vielleicht verlose ich zu dieser Payset-Card bei dem 100 Abo-Special oder ich weiß noch nicht, was ich verlose. Vielleicht verlose ich. Vielleicht. Lass mich hier raus. Ich red gleich weiter. Alter, vielleicht verlose ich dazu auch noch eine Runde Zocken mit mir. Also, dass ihr mitspielen könnt und mitreden. Ja, jetzt bin ich erst noch. Alter. Sterben. Wie wäre es jetzt, wenn ich gar keine Rüstung hätte? Die zerstören mich ja so schon. Ich muss diesen Typen da killen. Okay, ich bin sowas von tot, wenn ich den angreife. Oh, ich habe so viele Fackeln.
regeneriere lieber erstmal mein Leben. Habe ich angeguckt. Alter, hier kommt er nicht hin. Boah. Die sind so stark, wenn man keine Rüstung hat. Also ich habe ja ein bisschen Rüstung. Sogar ziemlich viel eigentlich. Wenn man es auf der Karte so guckt. Bei den Rüstungsplätzen so guckt. Ich bin auch schon auf in dieser Spalte. Egal, dann gehen wir. Alter, ist die langsam, die Spitzhacke. Naja, besser als nix. Schreibt eure Ideen, was ich so bauen kann, in die Kommentare. Hoffentlich machen es diesmal einige. Vielleicht schreibt es wenigstens einer bei den 50 Abonnenten oder 52 besser gesagt. Das würde mich sehr freuen. Ein einziges riesiges Gebäude würde mir vielleicht auch gefallen, aber wir haben ja eigentlich schon sehr viele kleine einzelne Gebäude durch das Dorf. Oh, das erste, was ich denn gleich noch machen werde, ist um das Dorf eine riesige Mauer ziehen. Oder einen Zaun. Ne, ein Zaun reicht nicht. Und komplett alles voller Fackeln machen, dass wirklich nichts spawnt. Und dann die schönen Dorfbewohner alle tötet. Ich könnte jetzt ein Beispiel nennen, aber das mache ich jetzt mal nicht. Ich will keine Werbung machen. Für welche mit 100.000 Abonnenten. Mache ich auch nicht. Oh, es wird dann Nacht. Ich glaube, bevor ich ein Haus baue, mache ich. Oh, shit. Ganz viel Kohle und alles.